Der Duft von Glühwein und frischem Lebkuchen weht unverkennbar über den neuen Markt. Mit Schlemmermeile und Weihnachtsrummel bietet der Weihnachtsmarkt Höhepunkte für die ganze Familie und lässt Weihnachtsvorfreude aufkommen. Auf der Bühne ziehen Märchenfiguren vor allem die kleinen Gäste in ihren Bann und genau hier erscheint auch er, der zur Adventszeit begehrteste Mann im Land. Bärtig, pausbäckig und bekleidet mit einem rot-weißen Kostüm. Der Weihnachtsmann kommt seit 33 Jahren nach Rostock und lässt alles andere der Welt liegen, um hier dabei zu sein, wenn in der Hansestadt der Weihnachtsmarkt stattfindet. Weihnachtsmann kann man nicht werden. Weihnachtsmann ist man. Auf dem neuen Markt steht der Weihnachtsmann zusammen mit seinen engsten Freunden auf der Märchenbühne, brummt den Kindern Neuigkeiten ins Ohr und hört sich geduldig ihre Wünsche, Sorgen und Lieder an. Den Weihnachtsmann gibt es ja schon ganz, ganz so lange. Ganz am Anfang hatte er eine braune Kluft an und seit einer großen Werbekampagne um 1930 herum gibt es den Weihnachtsmann in Rot und in Weiß. Ja. Auch ein Weihnachtsmann braucht eine gute Seele an seiner Seite. Sie steht mit ihm seit 32 Jahren auf der Bühne. Die Märchentante ist dem Weihnachtsmann Frau, Freundin und gleichermaßen Moral, denn auch ein Weihnachtsmann arbeitet jedes Jahr hart daran, artig zu sein. Man hat an dem Teil, was der Weihnachtsmann vermittelt, an der Freude der Kinder zur Weihnachtszeit. Und das ist eigentlich das Allerschönste überhaupt an der Weihnachtszeit. Weihnachten ohne Kinder ist einfach undenkbar. Oh, ihr seid ja wirklich schon da. Guten Tag, liebe Kinder. Ihr seid ja so leise. Habt ihr nicht richtig ausgeschlafen? Ja, die Märchentante ist mein bestes Rentier im Stall. Ja, ich darf mich doch mit ihr nicht streiten. Sonst muss ich jeden Tag alleine auf die Weihnachtsmärkte. Soll ich jetzt guten Tag sagen? Na ja, sicher. Soll ich auch sagen, guten Tag, liebe Kinder? Oder oh, Weihnachtsmann, frag mich doch nicht, das machst du doch jeden Tag. Ich möchte doch nicht, dass du mehr böse bist, das möchte ich nicht. Ich bin doch schon gar nicht mehr böse. Ach, das schön. Guten Tag, ihr großen und kleinen Mäuse. Guten Tag. Ja, 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 das war schön. Auf der Bühne darf der Weihnachtsmann mit seinen Freunden aus dem Märchenwald tanzen, singen und herumalbern. Bevor die Märchenschlossbühne aber auf dem neuen Markt für alle großen und kleinen Weihnachtsfans öffnet, nutzt der Weihnachtsmann die Zeit, sich schick zu machen. Das Allerschönste ist, dass man, wenn man den Kindern ein kleines Geschenk gibt, dass man in die leuchtenden Augen der Kinder gucken kann und daraus die Freude sieht. Und das Zweitschönste ist, dass man im wahrsten Sinne des Wortes Märchen erzählen kann und die Kinder ganz gespannt mit großen Augen zuhören dabei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Trotz der Vorfreude auf das bevorstehende Fest macht sich der Rostocker Weihnachtsmann große Sorgen. Ach, meine Sorgen sind, dass diese Welt nicht so friedlich bleiben wird, wie sie jetzt ist. Ich hoffe natürlich, dass wir alle besinnliche Weihnachten haben, dass wir immer und ewig friedliche Weihnachten haben und dass sich alle Menschen, egal ob schwarz-gelb oder weiß, gut miteinander verstehen. Das sind meine Sorgen. Diese Bedenken teilt der Weihnachtsmann mit dem Rest der Welt. Doch zum Fest der Liebe stehen die Familie und die friedvolle Zeit daheim im Vordergrund. So hat auch der Weihnachtsmann eine Sache, auf die er sich ganz besonders freut. Natürlich freue ich mich auf Weihnachten, aber das Schönste im Jahr sind die Weihnachtsmannklöße am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, das ist etwas ganz Besonderes. Ja. Am 21. Dezember steht der Rostocker Weihnachtsmann zum letzten Mal in diesem Jahr auf der Märchenschlossbühne am Neuen Markt. Dann heißt es, dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Das ein oder andere Kind
sieht den Weihnachtsmann dann vielleicht auch schon wieder. So ist die Weihnachtszeit vorbei, dann hat der Weihnachtsmann frei. Und dann fährt er mit der Märchentante nach Hawaii. Ja.